Herzlich willkommen zu Ihren SHK-TV-Nachrichten. Heute haben wir diese Themen für Sie. Neue Kunden gewinnen mit Thermobox, die BDH-Jahresbilanz 2017 und die Gebäudearmaturenindustrie lahmt. Neue Kunden zu gewinnen, das ist im SHK-Handwerk immer ein Thema. Wenn es um neue Aufträge in Sachen Heizung geht, soll jetzt das Online-Heizungstool Thermobox helfen. Das ist gerade als Endkundenvariante an den Start gegangen. Die Thermobox funktioniert so, wir haben eine Internetdomain, thermobox.de, über die wir halt Online-Marketing betreiben. Wir fahren dort verschiedene Online-Marketing-Kampagnen, in denen wir halt Suchbegriffe haben wie neue Heizung, Ölheizung, Gasheizung, und dort können dann Kunden im Internet sich informieren, wie sie das normalerweise auch bei Reisetätigkeiten machen würden. Und wenn der Bedarf dort ist für eine neue Heizung, dann können Endkunden eine Anfrage an uns senden, die wir dann über ein Callcenter qualifizieren werden. Der Heizungsbau hat den Vorteil, dass wir für ihn Online-Marketing betreiben, was ziemlich zeit- und kostenintensiv ist. Wir haben steigenden Wettbewerb im Online-Markt, also auch große Anbieter, die dort aktiv sind, wo der Handwerksbetrieb um die Ecke oder der lokale Handwerker nicht mehr so leicht aufzufinden sein wird zukünftig. Und wir qualifizieren für den Handwerker Endkundenanfragen, die global aus Deutschland kommen, und führen die dann wieder zurück an das lokale Handwerk, sei es jetzt in Norddeutschland, in Uelzen oder in Süddeutschland, im Bayerischen Wald, gehen wir das wieder zurück an den Thermobox-Fachhandwerker, der bei der Thermobox mitmacht. Und so kann der SHK-Handwerksbetrieb mitmachen. Thermobox-Handwerker ist ganz einfach. Die Voraussetzung, die ich habe, ich brauche ein GC-Online-Plus-Konto oder ein GOT-Online-Plus-Konto. Dann kann ich mich in der Thermobox anmelden. Als Fachhandwerker habe ich die Möglichkeit, die Thermobox 30 Tage unverbindlich auszutesten, auszuprobieren. Und danach kann ich dann halt einfach Thermobox-Mitglied werden und sie in meinem Betrieb aktiv einsetzen. Ein bundesweites Handwerkernetzwerk ist auch vorhanden, und das wird Woche für Woche engmaschiger. Wir sind aktuell im Aufbau mit unserem Handwerkernetzwerk deutschlandweit. Wir sind auf einem guten Weg, liegen auch in unseren Planungen, versuchen weiter noch Handwerksbetriebe zu gewinnen bundesweit, können aber auch garantieren, bei der B2C-Lösung oder bei dem Endkundenportal können wir aber auch garantieren, dass wir die Termine, die die Endkunden wünschen, auch gewährleisten und einen Fachhandwerker vor Ort dann haben. Und wir haben selbst einen Intervall vorgegeben, dass wir binnen weniger Tage natürlich diesen Kundentermin bedienen wollen, dass wir auch einen Handwerker zur Verfügung haben, der sich verbindlich dazu festlegt, diesen Termin wahrzunehmen. Wenn ein paar Tage verstrichen sind, haben wir auch im Hintergrund noch einen Fokusbetrieb, also einen Reservehandwerker, der auf jeden Fall garantiert, dass dieser Termin wahrgenommen wird. Von daher können wir das binnen weniger Tage zusichern und auch diesen Termin dann beim Endkunden wahrnehmen. Mit der Thermobox soll das Fachhandwerk optimal bei der Auftragsgewinnung im Netz gestärkt werden und, ganz wichtig, dabei zu 100% eigenständig bleiben. Fürs Fachhandwerk definitiv, weil wir halt einmal das bundesweite Fachhandwerk nutzen, die Stärken unserer Partner, also im dreistufigen Vertriebswerk. Das heißt halt, die richtigen Aufträge im Internet finden und auch richtig abschließen. Der Fachhandwerker schließt mit seinen eigenen Daten, mit seinem eigenen Briefpapier vor Ort ab. Das heißt, er bleibt weiterhin der Ansprechpartner beim Endkunden und hat halt zusätzlich dann auch noch die B2B-Anwendung, wo er dann die Aufträge mit abschließen kann. Und die Thermobox kann der SHK-Handwerker auch in seinen eigenen Webauftritt integrieren. In seinem Tool Thermobox oder in diesem Vertriebswerkzeug, was er zur Hand hat, hat er ein Profil. Dort kann er einen eigenen Internet-Link aktivieren und dort auch seine eigenen Daten eingeben. Und auch Kunden, die jetzt bei ihm nachts oder des Abends auf seiner Internetseite landen, können dann halt schon mal eine Anfrage online eingeben, die er morgens in seiner Thermobox dann vorfindet. Falls gewünscht, kann der Fachhandwerker auch seine eigene Kalkulation auf seiner Internetseite hinterlegen. Der Fachhandwerker hat hier zwei Möglichkeiten. Er selbst kann seine Preise aktiv einblenden lassen oder er kann auch deaktivieren, dass die Preise nicht angezeigt werden. Da wollen wir ihm nicht reinreden. Er ist halt autark sein eigener Herr und kann halt die Entscheidung selbst treffen. Die 100 im BDH organisierten Unternehmen konnten ihren Umsatz in 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 4% steigern. Weltweit erwirtschafteten die Firmen einen Gesamtumsatz von 14,5 Milliarden Euro. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung lag mit 608 Millionen Euro leicht unter dem Rekordwert von 640 Millionen des Vorjahres. Mit insgesamt 712.000 abgesetzten Wärmeerzeugern und einem Absatzplus von 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum blickt die Industrie auf ein erfolgreiches Jahr im deutschen Markt zurück. Nicht zufriedenstellend verlief hingegen die Entwicklung bei den übrigen Technologien auf Basis erneuerbarer Energien. Holzkessel verbuchten mit 26.500 abgesetzten Wärmeerzeugern insgesamt ein Minus von 8%. Die Solarthermie schloss mit einem Minus von 16% ab.
Ja, und auch das Geschäft der deutschen Gebäudearmaturenindustrie im Euromarkt lahmte laut VDMA in 2017. Die Branche musste sich mit einem schmalen Umsatzzuwachs von nominal 1% begnügen. Gründe seien vor allem fehlende Impulse aus dem Ausland. Für 2018 rechnet der VDMA-Fachverband Armaturen mit einem Umsatzwachstum von 2%. Und das war's auch schon wieder für heute. Morgen gibt's bei uns Neues aus dem Hause Mitsubishi Electric. Unbedingt reinschauen in unser aktuelles Produkt im Blickpunkt. Ich sage Tschüss für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder.